Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Alex. So, weiter geht's. Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Naja gut, dem Alrik ist das, denke ich mal, einfach zu unsicher, ne? So, und zwar, erstmal bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Genau, denn wir werden hier auf jeden Fall mit unseren 2 Lernpunkten einen Lernpunkt dafür investieren, dass wir Schlösser knacken, verbessern. Wir zahlen dafür natürlich ein bisschen Elixit, ist aber kein Problem und wir wollen natürlich alles haben, was es in der Welt gibt. So, haben wir nämlich dann auch Handwerk. Haben wir jetzt einen Punkt drin, den zweiten Punkt haben wir ja durch das Amulett, was wir tragen. So, und wegen den Raritäten. Wegen der Raritäten? Ja? Ja, das Schwert, was wir nämlich abgegeben haben, weil wir natürlich jetzt, ich sag mal, uns doch relativ auf die gute Seite schlagen und jetzt nicht einfach so böse sind, denke ich mal, ist es schon okay, was wir getan haben, dass wir es Ragnar gegeben haben. Vergiss das Schwert. Gab es Probleme? Nein, aber Ragnar wird es nicht hergeben. Schade, es hätte dich und mich sicher reich gemacht. Ich meine, wir haben ihn ja nicht verpfiffen und von daher passt das schon. Ich will handeln. Sicher doch. So, dann kommen wir immer zum Handel. Waffen hat er ja nicht, die Rüstung hat sich ja nicht verändert. Lebenswesen können leichter wahrgenommen werden. Die Rüstung, eine Sonnenbrille, 2500, pah, nee. Hast du sonst irgendwas? Genau, die Elex-Tränke, das ist es nämlich gewesen. Ich habe natürlich im Laufe der Zeit ein paar kleine Elex-Tränke gefunden. Die geben uns ja jeweils 100 Erfahrung pro Trank. Hier haben wir auch die Pläne und der normale Elex-Trank, der gibt uns, meine ich, sogar Attributspunkte. Also es ist schon, diese Elex-Tränke sind sehr wichtig. Deswegen will ich auch in die Chemie gehen. Verkaufen brauchen wir nicht. Machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal in aller Ruhe um den Outlaw. Genau. So, das Problem nämlich mit dem Outlaw ist gewesen, dass der, ja weiß ich nicht, der hat ja irgendwie für Probleme gesorgt, ne? Und der müsste ja hier unten sein, wenn ich mich recht erinnere. Mal jetzt schön vorsichtig sein, auch wenn wir gerade hier im Schlund sind. Deswegen auch hier nochmal eben kurz runter. So, oh, schwuppsdiwupps. So, genau, da unten müssen wir nämlich hin. Da können wir nochmal eben kurz gucken. Und zwar geht es nämlich um die Altlasten. Der gute Orn hier hat nämlich einen Outlaw in der Nähe von Goliath ausgemacht. Er denkt, dass dieser was im Schilde führt. Und naja, ich sollte ihn ohne Umwege töten. Ja, erst schießen, dann fragen. Also ich meine, dass die Fraktionen miteinander natürlich verfeindet sind. Das ist ja klar. Aber ob wir ihn direkt umbringen müssen, das ist halt wiederum die andere Sache. Und, ja. Ich meine, ich habe ihn mir eigentlich nie näher angeguckt als jetzt. Und ich glaube, er ist auch nicht aggressiv. Wir können uns bestimmt mit dem unterhalten oder so. Nee, der hat uns schon längst gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, erschießen, dann reden oder... Vielleicht erstmal mit ihm reden. Mal gucken, was er so zu sagen hat. So, hallo, du bist ja nett, ne? Ja, Big B. Er ist noch nicht mehr der Dick, der auf dem Zettel stand, aber die Outlaws, ne? Was hat er denn mit dem zu tun gehabt? Scheiße. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Wow. Sieht so aus. Steck dir dein Sieht so aus sonst wohin. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Okay, die Outlaws, ja... Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Posi, was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Also gut, was willst du? Naja, das kommt drauf an. Erzähl doch erstmal, wie ist es denn so als Outlaw? Also ich meine, die leben ja ziemlich frei, ne? Die machen und tun, was sie wollen. Das ist ja das, die Information, die man so mitbekommen hat. Wie ist das Leben als Outlaw? Wir genießen die Freiheit. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wow. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst,
könntest du es bei uns zu etwas bringen. Wow. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast, naja. So. Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Ach so, der hat mit dem gehandelt. Ah. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingenässt. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können mich mal. Ja, ohne Gesetz, ohne irgendwas anderes, ne? Es ist halt, halt Outlaws. Eigentlich, ich mag Outlaws, so ist es nicht. Aber ohne Gesetze, einfach drauf, ne? Es ist... Wartest du auf Ornir? Ja, woher weißt du das? Ja. Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Piss. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Die Mission Offene Rechnung. Ja. Ja, jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Also ich finde die Berserker ehrlich gesagt sehr attraktiv. Das sind die guten Jungs. Ich bin gerne ein guter Junge. Metallschrott. Einfach oben auf dem Dach. Nice. Und ich weiß nicht. Also die sind eigentlich echt nett. Und der Outlaw, boah, der hat ja auch kein Blatt vom Mund genommen. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir den Handel wieder in Betrieb nehmen, dann ist das halt nun mal etwas gegen das Gesetz. Und darüber wird er sich da oben nicht freuen. Er hat nicht umsonst gesagt, wir sollen den halt umbringen. Wiederum ist die Frage, wenn wir ihm helfen, bringt er uns vielleicht in die Wüste? Gerade weil er es erwähnt hatte, so dass wir die Outlaws kennenlernen. Und wie wichtig ist es halt dann letztendlich aufgenommen zu werden? Aber ich meine, brauchen wir das, dass wir hier Geschäfte machen? Ich meine, das Elex. Ah, die Technologie ist eine Sache, aber die Technologie wird ja hier bei den Berserkern aufgehoben, damit man das Elex daraus gewinnen kann, damit man halt nun mal an Mana kommt. Und er macht krumme Geschäfte und will sich natürlich jetzt... Nee. Ich mache mit dir keine Geschäfte. Muss ich dir erst Verstand einprügeln? Ja, komm. Du tust besser, was ich dir auftrage, oder du hörst das Gras wachsen. Vergiss es. So? Dann sorge ich dafür, dass du das hier nicht vergessen wirst. Komm her! Jetzt bist du dran! Ah ja. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, was der gute Kerl drauf hat. Schöne Rolle. Boah, der hat aber auch einiges an Ausdauer, ne? Oh, Schande. Oh, der ist böse, der Big B. Eieieiei. Okay. Na komm, trau dich. Mach irgendwas. Oh shit. Das war ein schneller Angriff seinerseits. Auch okay. Ah, wir müssen vorsichtig sein. Wollen wir eben was essen? Boah. Abgeschlossen, Vertragsbruch. Und er ist tot, ne? Wir haben ihn echt umgebracht. Wir haben einen guten Becher erhalten und Elexit und seine Waffe. Warum kriegen wir nicht die Waffen? Hallo? Ach komm. Nun gut, Ja, Elex ist ein raues Pflaster, ne? Es ist nicht umsonst so anspruchsvoll gestaltet. Das ist halt, ja. Also entweder oder, wir müssen uns halt schon entscheiden. Und ich meine, hey, ein Outlaw mehr oder weniger, ne? Ist so halb so wild. Ja, nun gut. Wir haben uns darum gekümmert. Ich hoffe, der Ornir, der ist erfreut darüber. Es ist natürlich auch die Frage, was machen wir mit dem Kleriker? Den haben wir ja auch die Waffen nicht gegeben. Na,
Wenn wir dem Kleriker... Oh ja. Also ich meine, dem einfach den Kopf abzusäbeln halt jetzt, ist vielleicht auch nicht so die beste Sache, ne? Nicht, dass wir es uns verscherzen, aber ich meine... Ja, der Angrim hat es halt nur mal auf seinen Kopf abgesehen. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir, hier rauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Naja, dein Kopf ist wertvoller als dein Leben, oder wie kann ich dir helfen? Also entweder schlagen wir uns natürlich jetzt auf die Seite der Kleriker, die ja wohl irgendeinen Gott anhimmeln. Aber ich meine, er ist, naja, was heißt er, ist es selbst schuld, er ist halt ein Spion. Nein. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard! Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Ja, das dachte ich mir. Aua. Okay, und den Rest interessiert es gar nicht, ne? Ja, okay, immerhin können wir blocken. Oh, Ausdauer, Ausdauer. Aber jetzt haben wir noch eine Wache oder so. Kriegst du noch einen rein, Bertram. Okay. Na bitte, geht doch. Einsetzerbrot und Elixit erhalten. Ah, ich meine, gut, unser Kältewert ist gestiegen. Na, der Kältewert spielt ja eine besondere Rolle. Es ist ja unsere Emotion, ne? Es ist ja klar, es ist ja geschichtsentscheidend, denke ich mir jetzt einfach mal. Ach, Schande. Also damit haben wir uns gegen die Outlaws und gegen die Kleriker entschieden. Was man von dem Standpunkt her sehen möchte. Und helfen den Berserkern. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Zeche geht auf mich. Okay. Ist der Jora etwa bestechlich? Naja. Nun gut. Okay, pass auf. Der Outlaw, ja. Der Outlaw ist Geschichte. Du hast ihn also getötet? Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich hatte schon Bedenken, dass... Naja, wie dem auch sei. Hier hast du etwas von meinem Ersparten. Soll ja nicht umsonst gewesen sein. Ja, sehr gut, schön. Abgebrochen, offene Rechnung. Der Handel ist also damit dann stillgelegt. Ist, denke ich, auch mal besser, weil wir wissen ja, anhand von dem toten Kollegen, Berserker-Kollegen, den wir ja gefunden haben, unterhalb des Balkons, dass mit dem, was die so handeln, ist nicht gut, ne? Ist halt nicht gut. So, dann werden wir... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen... Ja, Maschinen. Wir werden jetzt eben zu Angrim hineinspazieren, der ja hier oben irgendwo sein sollte. Hier ist ja der Schmied, ne? Whoop. Bloß nicht zu tief fallen, das macht Aua. So, und werden ihm berichten, dass wir uns um den Kleriker gekümmert haben. Ja, ich will mal hoffen, dass er jetzt nicht sauer auf uns ist, sonst haben wir natürlich ein Problemchen. Aber lassen wir uns überraschen. So, und zwar... Wegen des Klerikers. Bertram ist tot. Ist er der Kleriker gewesen? Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Gute Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Hier. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Das soll belohnt werden. Nun gut, kriegen wir auch hier wieder ein paar Splitter.
Also ich meine, was mir natürlich sehr stark auffällt, mal eben kurz an dieser Stelle, es ist sehr offensichtlich hier. Ne? Es ist, unsere Entscheidungen werden natürlich Konsequenzen mit sich ziehen. Hätten wir denen jetzt beiden geholfen, hätten wir die vielleicht irgendwann mal wieder im Spiel getroffen und wir hätten dafür eine Belohnung bekommen. Jetzt haben wir uns halt nur mal für den Weg der Berserker entschieden und nicht für irgendeinen anderen Weg. Und ich denke mal, das ist hier an der Stelle, ich glaube, schon richtig. Ja, es ist halt nicht unbedingt ein Kinderspiel. Das ist ein Unfug. So, ja, genau. Die Bohnenliebe, das hatten wir schon. Edan, Gesetz des Berserkers. Maschinenteile, Umland des Weltenherzes. Es soll den Bericht holen, die Spurensuche und Katas Tagebuch. Ja, dann die Gefährten Zahn um Zahn haben wir noch. Die Hauptmission Rachefeldzug ist ja Refugium der Separatisten. Ich glaube, dann kümmern wir uns um die Indizienbeweise, ne? Ich glaube, dann ist es jetzt endlich soweit, dass wir jetzt rausgehen in die freie, freie Welt. Weil mehr haben wir hier eigentlich nicht zu berichten. Ich meine, wenn wir uns halt nur mal den Klerikern anschließen wollen und den Outlaws, dann glaube ich nicht, dass das hier jetzt entscheidend dafür gewesen ist, ob wir halt die zwei Jungs halt nun mal jetzt umgebracht haben. Ja? Man muss sie mal auf den Punkt bringen. Ich will mich gerne nochmal mit Ragnar unterhalten, was der jetzt davon hält, wie es jetzt um uns steht. Die Frage ist auch, hätten wir dem Kleriker geholfen? Wäre das rausgekommen? Hätte er es geschafft mit der Flucht? Gäbe es noch weitere Entscheidungen? Also es lohnt sich schon, das Spiel ein zweites Mal durchzuspielen, denke ich mal. So, und zwar... Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Aha. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Du hast das Schwert von Erik Eisenfaust nicht in fremde Hände gegeben. Das war klug von dir. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Oh, boah. Streng dich an. Nun gut, wir sollen uns immer noch anstrengen, aber alles ist positiv bisher gelaufen. Es ist natürlich die Frage, wenn wir dann bei den Kleriker oder bei den Outlaws sind, dann heißt es dann irgendwie, hör mal, ich habe gehört, du hast für die Berserker einen Job getan oder so, ne? Das wäre halt etwas anderes. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Na, der respektiert uns, aber er kommt nicht mit, weil wir noch Informationen beschaffen sollen. Und die Informationen, die werden wir uns jetzt beschaffen. Das heißt, wir müssen raus. Wir gehen raus in die offene Welt. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir hoch in den Norden? Nee, ich glaube, wir gehen in den Süden, ne? Lass mal eben gucken, wegen dem Weg. Ja, da war die Brücke. Hier haben wir ja gestartet. Ich bin gerade im Überlegen. Das kleine Lager, da müssen wir einfach unten entlang oder wir gehen von hier aus unten entlang und dann hier rüber. Aber obwohl, ich glaube, wir starten vom kleinen Lager. Was? Zurück im Lager? Was? Wie? Bitte was? Da stand gerade irgendwas. Ich wusste nicht was, aber es stand da. Ja, auf geht's. Ach du Schande. Jetzt geht's los. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da gut und heile ankommen. Wir haben viele Viecher hier draußen, mit denen wir uns nicht anlegen können. So viel steht fest und wir sollten versuchen, natürlich auf dem Weg zu bleiben. Also ich bin gespannt, ob uns das hier alles gelingen wird. Ich habe echt ein bisschen Muffensausen, auch wenn ich mich natürlich alleine auch ein wenig hier umgeguckt habe. Ich bin den meisten Kämpfen aus dem Weg gegangen. Ja, das Kämpfen haben wir ja gelernt, aber nichtsdestotrotz, also hier gibt es einige Viecher, die sind übel. Wegen den Talentpunkten, denke ich mal, werden wir uns ein andern Mal damit beschäftigen. Wir werden jetzt, glaube ich, eh nichts lernen können, da ich eh in die Intelligenz reingehen möchte. Was uns jetzt helfen könnte. Aber schaut euch das mal an. Es ist halt so wunderschön. Ne? Es ist so genial. Ah, wer sagt es denn? Ein schwacher Kritter. Das war doch gut. So.
Also ich meine, die schwachen Kreaturen ist halb so wild, wie wir sehen. Wir kriegen auch Krallen jetzt endlich mit dabei. Oh, hier sind wir noch nicht gewesen. Hier war ich auch noch nicht. Okay. Ne, da, wo Blumen sind, da waren wir auch noch nicht. So viel steht fest. Da müssen wir uns mal vorsichtig umgucken. Und die Chemie werden wir auf jeden Fall lernen. Ich bin echt neugierig, gerade wegen den ganzen Tränken und so. Aber wir laufen richtig, ne? Wir müssen ja zu dem gelben Punkt kommen. Aber das und vieles mehr sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin.